Ja, Nico. Kaputt. So, wie weit sind wir denn weg? Nicht arg weit. Heißt, wir gehen kurz ins Museum. Gucken mal, ob wir die schon spenden können, ob das uns was bringt. Kriegen ja schließlich ein paar Punkte dafür, damit wir uns noch mehr Lizenzen kaufen können. So, gar nicht so unpraktisch. Was für Aufgaben haben wir denn noch? Moment, gar keine? Habe ich die nicht gefragt? Ich habe wieder vergessen, oder? Das steht aber jetzt nicht fest, oder? Ich möchte was abgeben. Nur eins bitte. Oh, Mutgrab. Die haben wir noch nie verkauft. Und auch nicht gespendet. Hier. Ja. Noch schneller. Und ein bisschen beeilen, dann haben wir es nämlich weg. So. Wir werden auf jeden Fall ausgebaut, wenn wir schon mal abgegeben haben. Das ist natürlich gut. Mal hier. Firefly. Ja, auf. Sonst würde ich sie nicht zeigen, ne? So, haben wir noch drei? Ja? Noch eins? Und dann sind wir beide glücklich. Das war's. 6 und 12 Käfer. 6 Fische, 12 Käfer. Ah, schau, schau. Da kommt es sumpfmäßig. Da sind die Meeresviecher. Das scheint auch sumpfmäßig zu sein. Oder Teichensumpf, Süßwasser und Salzwasser. Und wie sieht es bei den Insekten aus? Oh. Guck, die ganzen Schmetterlinge haben wir schon mal gefunden. Und das an Insekten und Spinnen und das hier an Insekten und Spinnchen. Ne? Hier ist alles leer. Okay. Also es gibt noch einige Regionen, in denen man angeln kann. Muss ich mal. Halt die Bereiche dann angucken, was da ist und ob mir das was bringt, ob ich da das angeln könnte, was ich denke, was ich da vielleicht hätte angeln können.
versteht, was ich meine. Oder wie ich das meine. Und dann nochmal die Jahreszeiten. Da bin ich auch echt neugierig drauf. Doch, doch, richtig. Ja, genau. Das sind nämlich auch schon so Seerosen drin. Ja, wie in dem einen Bild. Fleisch. Ich sehe halt hier auch keinen Fisch drin, ne? Da drin sieht es so ziemlich tot aus. Aber nur ein bisschen. Dann versuchen wir es mal im anderen Gebietelein. Sumpfmäßiges Gebiet, würde ich jetzt sagen. Oh! Hallöchen, Mace! Mace Gravity! Einen wunderschönen guten Abend und vielen, vielen lieben Dank für deinen Raid. Und noch dazu herzlich willkommen, liebe Raider. Ich hoffe, euch geht's gut. Jetzt muss ich mal kurz... Mein Mod macht das normalerweise. Wie mache ich denn das? Das war, glaube ich, Ausrufezeichen. So. Ja. Genau so geht das nicht. Muss ich mal schauen. Streamer-Name dahinter. Okay, okay, okay. Das macht nämlich normalerweise mein Mod. So, jetztle. Alles gut, alles gut. Ich freue mich über jeden. Auch Raid und alles, das ist, bin ich total lieb. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, so ein Shoutout ist gar nicht schlecht, wenn man weiß, wie es funktioniert. Wie gesagt, normalerweise macht das mein Mod. Der hat ein bisschen mehr Ahnung von wie ich. Was habt ihr denn schönes gestreamt? Was habt ihr denn gespielt oder getan? Versuche nachts zu angeln, was bisher noch nicht so gut aussieht. Sind hier überhaupt Fische? Ich sehe es noch nicht mal, ne? Zu spät zum Angeln? Ich sehe nichts. Ein Fisch? Vielleicht, wenn ich ein bisschen tauche, vielleicht erwische ich was. Kann ich auch ein bisschen unter das Wasser schauen, ne? Na, ertrinken will ich aber nicht. Das waren die Truthähne. Auch den Kum. Das ist ein unglaublich interessantes Spiel, oder? Das hat was, wenn man ein bisschen vorankommt. Und wenn man sich zurechtfindet. Ich habe schon angefangen, mir Notizen zu machen, um Dinge herauszufinden. Um zu wissen, was ich zum Beispiel gut profitabel verkaufen kann. Ich will die Bananen essen. Notizen sind definitiv immer gut. Und Orientierung. Orientierung ist auch sehr gut. Glaubt mir. Wenn ich nicht auf die Map gucken würde, würde ich mich stets verlaufen. Gar nicht, ob ich automatisch ins Bett gehe. Hier sind Quallen drin, weißt du, aber eigentlich macht das gar keinen Sinn, dass da Quallen drin sind. Das ist so wirklich gar nicht.
Doch, ich laufe noch in die richtige Richtung. Ah. Meister der Notizen, das stimmt, Soul. Das stimmt. Ja. Ja, das stimmt. Aber ich mag auch dieses Farming-Aufbau. Simulation-Indie-mäßige, das liebe ich halt. Das ist bei Spielen einfach, damit fangen sie mich ein. Und Dinkum ist auch interessant gebaut. Ich meine, du musst die Leute erstmal überzeugen, dass sie überhaupt zu dir ziehen wollen. Was auch gut ist. Aber es ist fast schon teurer. Teurer als Animal Crossing. So von dem, was man kaufen, verkaufen, bezahlen muss. Und dann bei manchen Sachen weiß ich noch gar nicht, was brauche ich denn, wann kriege ich das denn, wie kriege ich das? Und wir sind verwirrend. So, du bist der, genau. Wir haben schon mal geredet. Iron Path. Mhm. Okay. My Repair Kit. Okay. Yes. That kind of is. Can you make me something? I want to chat. Oh, what did you want to chat about? Got a job for me? Hey, would it be too much trouble for you to catch Queen Bee? You can usually catch Queen Bee in the Pine Forest this time of the year. In the Pine Forest. Okay, das wird da sein, wo diese komischen Bärenviecher sind. You make me something and let me show you what I can craft. Please do not waste my time. Weather Station, Repair Table, Bomb. Okay, sau teuer. Queen Bee. In the Forest. Meine Liebe, was kann ich für dich tun? Let's chat. Got a job for me? You have mining sense, right? I think you could help me out and rustle up 2 bang of cement. It wouldn't really help me out. Cement, kein Problem. Das kriegen wir hin. Nächstens willst du keine Iron oder Chopper bauen. Wollen sie sonst immer, wenn sie auf meine Mining-Lizenz ansprechen? John, was brauchst du? Need anything? Okay, will it be too much trouble for you to catch Blue Moon Butterfly? Okay, den kriege ich. Kein Problem. So. Ermietenes Stein. Stein zu Zement. Dann brauchen wir einen Metalling. Wenn wir in der Nähe schon einen sehen. Ihr seht keinen und ich auch nicht, ne? Aber ist ja auch nur ein Blue Moon Butterfly, also das geht relativ schnell. Blue Moon, Queen Bee, 5. 5 braucht die. Warum habe ich nur 2 im Kopf? Ich brauche 5, das heißt, ich brauche noch ein bisschen Stein. Ich habe schon wieder eine anstrengende Fliege hier in der Bude. Kriegt die irgendwie immer ab. Das Schlimme ist, dass man sich an ständig Dinge vornimmt und doch 300 andere Baustellen hat. Ja! Oder Alfurz vergisst, was man eigentlich tun wollte.
Von wegen, was hatte ich nochmal vor? Und dann fällt es einem wieder ein und dann macht man doch etwas ganz anderes. Das ist mein Rhythmus. Mein absoluter Rhythmus. So, meine Pflanzen muss ich noch gießen. Bis ich wieder Tomaten krieg. Muss ich gucken, dass ich genug Geld habe, dass ich das nächste Mal wieder Saatgut kaufen kann. Natürlich, ihr wächst natürlich beide in dieselbe Richtung. Seid ihr eigentlich bescheuert? Muss ich noch weiter auseinanderstellen, nicht wahr? Nein, nicht ins Gesicht. Das machen die Fliegen bei mir grundsätzlich, ne? Ich habe sehr anstrengende Fliegen in der Wohnung. Sehr anstrengende Fliegen. So, dann haben wir das auch schon wieder. Okay, das können wir da lassen, das raus. Und dann gehen wir auf den Weg zur Queen Bee. Scrum Turkey. Yes, increased reward for capturing Scrum Turkey for a limited time. Reward the next day in the mail. Okay, das kriege ich wieder hin, das weiß ich. Nein, nein. Want to trade? I have brown pants I don't want anymore. I'm willing to trade any other clothing for it if anyone interested. Theodor schon wieder, ne? Das war schon wieder Theodor. Und da können wir die Rainbow Pants tun. Dann haben wir die los. Die nehme ich gar nicht schlimm. Ich weiß nicht. Sind die einfach nicht hübsch? Stand da jetzt eigentlich irgendwas davon, wie viel Zeit ich habe? Nee, ne? Es steht nur Limited Time. Ein Tag. Okay, ich habe einen Tag Zeit. Einen fantastischen Tag habe ich Zeit. Also doch nur zwei. Die will mich doch verarschen, oder? Maze. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Oh nee, nee. Und zu weit vom Wasser weg. So, Theodor, ich habe dein Anliegen gelesen und will es vervollständigen. Ich gebe dir dies. Danke dir auch. Braune Hosen gegen Regenbogenhosen. Beides sieht besser aus. Eigentlich egal. Beides irgendwie kacke aus. Ach mal. Sieht doch glatt Frosch im Hals. Ja. Brille. Der braucht keine Brille, ne? Super. Fantastisch. Wollte schon immer eine Brille haben. Schon immer. Oh, guck mal, da habe ich Klamotten reingepackt. Und jetzt noch mehr rein.
Gut. Machen wir uns jetzt mal Blue Moon Butterfly und Queen Bee zu fangen. Nein. Da. So, dann haben wir schon den und... Mensch. Nein! Ja, es tut mir leid. Fliegenglatt, ja, stimmt. Ich bin schon wieder. Meine Fliegenglatte ist schon wieder irgendwo unterwegs und ich merke gerade, dass mein Licht gar nicht an ist wie sonst. Ich habe sie wieder aufgeräumt gehabt. Es würde mir Sorgen bereiten, wenn die das tun würden. I have found them. So, Leute. Jetzt ist euer Ende nah. So, wir müssen hier runter. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Queen Bee finden, auch definitiv höher. Spinne. Uah. Ekliges Ding. Wirklich voll eklig. Ah, da läuft noch eine. Warum sind hier so viele unterwegs? Spinnen sind eklig.